So, und dann fangen die an zu rennen. Wie Sau. So, es ist ja quasi fast ein Kurzschluss, ne? Aber es geht auch mit relativ kleinen Strömen. Also das ist jetzt nicht, die werden sonst werden sie zu heiß, ne? So, und das war der erste Effekt. Und wo ich das gesehen hatte, weil das ist ja der Effekt eines, den sie ins Unterhaus gesperrt haben, ne? Den haben sie, das habe ich gestern erzählt, den haben sie in 60er Jahren ins Unterhaus gesperrt. Und darauf basieren ja diese Sirl-Scheiben, die Flugscheiben vom Sirl. Ne? Das schon gehört von Sirl. Ne? Das ist ja auch ähnlich. Das basiert auf diesem Effekt, dass die drumherum rotieren, die Magneten. Bestimmte Magneten, die er natürlich entwickelt hat. Ne? Das ist zwar ohne Magneten so, aber normalerweise hast du ja hier, du hast ja gerade in der Kugellager kein Teil, was sich gegenseitig abstoßen kann. Das gibt es ja da drin nicht. Das wird es ja nicht laufen, das Kugellager. Ne? So, also ist das mit normalen Sachen nicht erklärbar. Ja, und der aus der Klapsmühle, der hat gesagt, das ist, der Effekt ist einfach. Ne? Du legst du hast eine Eisenbahnschiene, das ist auch schon gemacht worden. Also eine Eisenbahnschiene, legst eine Achse drauf und gibst rechts und links auf die Schiene Strom. Auf einmal rollt die Achse los. Und niemand weiß warum. Die Achse rollt los. So, haben die Züge eingetrieben. So, nee, da ist kein Motor dran. Da ist ja kein Motor dran, die Achse rollt so. Ja, aber die Modelleisenbahn, die läuft doch dann so, oder? Nein, da sind ja Motoren drin. Es muss noch Energie vernichtet werden. Das geht ja nur um das Prinzip. Es geht ja um das Prinzip, dass da drin praktisch, da ist ja kein Motor drin. Das läuft ja auch so. Ne? So, und egal in welche Richtung du das anschiebst, das läuft dann in die Richtung weiter. Das ist ja das. Und auch, es ist völlig egal. Also einmal Energiepotenzial reinstecken so? Nee, du die brauchst schon die Drehrichtung ist auch nicht vorgegeben. Die Drehrichtung ist vorgegeben, wohin du es anschiebst. Ja, das meine ich. Ich muss einmal kurz wenigstens sagen, genau, ich muss dir eine Information geben. Und es geht auch mit Wechselstrom. Sogar noch besser. Da weiß auch keiner warum. Und es bleibt, die Eigenschaften bleiben auch dieselben. So. Ja, und da habe ich das Ding einfach mal verbessert. Hab mir gedacht, naja, dass der Stromfluss nicht so hoch wird, aber die Kraft bleibt, ne? Habe ich eben 6 Kugellager genommen und habe die anders miteinander verschalten. Anders mit Kugellager? Ja. Jetzt habe ich es so gemacht, dass die Kugellager auf einer Achse sind, sozusagen. Immer zwei. Außen ist eine Kupferhülle als Kontakt. Und innen sind sie aber unterbrochen. Also macht der Strom jetzt durch das eine durch, über die Kupferhülle ins andere rein. Ne? So. Und das jetzt durch 6 Stück. Einfach, dass ich mehr Kugellager auf einer Achse habe. So. Ne? So. Ja, da kommt auch kein. Ach, das ist übrigens ist das auch umkehrbar. Du kannst auch einen Strom messen, wenn du die drehst. Ja, da ganz geringen. Mal ist er da, mal nicht. Also, das ist, wo das herkommt. Das, wenn hier kein Restmagnetfeld drin ist, dann. Ja, dann ist so wie Homopolargenerator. Ja, genau. Ha. Wenn du jetzt da drehst? Da könnte was kommen. Nicht immer. Manchmal kommt was. Nee, jetzt kommt nichts. Siehst du? Es kann auch Wechselfeld sein. Manchmal ist was da, manchmal nicht. Und manchmal. Das ist also ganz eigenartig, ne? So, und jetzt auf jeden Fall dreht das einfach, wenn man da jetzt Strom dran macht. Wir können es mal mit einer sehr starken, also eine relativ starke 6 Volt Batterie reicht auch schon aus. Ja, hier haben wir 9 Volt, ne? Nee, wir brauchen schon eine Kapazität. 12 Volt haben wir noch. 6 Volt stark aber, würde ich sagen. Oder 6 oder 9 Volt stark, auf jeden Fall stark. Die müsste eigentlich 12. gehen. Ja, wenn wir können wir auch nehmen. Also bei 11,9. Und paar Kabel? Hast du Bock gehabt? Ja, Kabel kommen. Also wir brauchen stärkere, ne? Die dünnen, die. Ja, das ist ja hier drüber. Ja, das wäre sehr gut. Ist das Messing? Das wäre sehr gut. Ach, du gehst schon da in. Das lang, oder? Kannst du ja das lang können wir zerschneiden, können wir das und abisolieren. Und das hat mich nicht losgelassen. Das ist der erste Effekt, den ich gesehen habe, der nicht sein darf. Weißt du? Da hat mich, ich habe natürlich auch eine Erklärung dafür, für mich selber. Ich weiß nicht, ob sie richtig ist, ne? Aber man sucht ja immer Erklärungen. Es gibt der Marinov, der Stefan Marinov wieder. Der hat auch eine Erklärung gefunden, aber die hat mich nicht befriedigt. Dann habe ich auch ein Experiment gemacht. Du bist der Abisolierer. Mach ich bin der Abisolierer. Weil du das am besten kannst. Das ist der Abisolierzange zu Hause. Du bist gut. Moment. Da kann man im Prinzip, könnte man hergehen und könnte genau wieder schon so
mehrere Ebenen übereinander machen. Mhm. Solche Kugelebenen. Ja, mehrere. Ich habe auch schon mal versucht nachzurecherchieren, ob es passende Kugellager gibt, die man ineinander machen kann. Also eins größer, wieder eins größer. Ne? Und die dann praktisch auf mehreren Ebenen. Ich wollte einfach mal sehen, ob das nicht irgendwie den gravitativen Effekt aufhebt. Während des Laufs. Ne? Und das wollte ich einfach mal nachbilden. Das würde mich überhaupt nicht wundern. Drei solche Dinger übereinander. Mhm. Ne? Ja, gehen wir mal zur FAG. Und wieder zwei solche und Strom drauf drehen lassen und mal wiegen. Dabei. Ich würde mich überhaupt nicht wundern, wenn da die Gravitation irgendwas passiert. Und sich so ein Quantenvortex öffnet, weißt du? Oh, mhm. Nee. Es muss halt diese Anordnung sein. Messing Alu. Dass das an dieser Peripherie immer sind es diese zwei Schienen, die du haben musst. Diese zwei Schienen. Dann funktioniert es erst. Also ist egal, was du für einen Stab hier nimmst. Es ist nur die Stromzuführung, nicht, weil er gepasst hat. Das ist einfach, das kann auch Eisen sein. Ja, also. Aber das ist halt einfach ein Messingrohr, das leitet den Strom. Ja, klar. Ja? Deswegen zum Verständnis gefragt. Sollte ja die Worte eigentlich einen ordentlichen Kurzschlussstrom schieben. Ja, es geht halt, es ist halt Brauchstrom. Du kannst auch nicht lange laufen lassen, wird warm, ne? Aber hier geht es ja einfach mal um das Verständnis, dass es da noch was anderes gibt. Das dürfte ja so nicht sein. So. Naja, jetzt pass mal auf. Jetzt dreht mal einer das Ding in irgendeine Richtung. Mach mal. Warte. Ja, das ist noch nicht viel. Die hat auch nicht mehr viel Power. Wenn man eine neue nehmen, dreht der bei 50.000 Umdrehungen oder so. Eine Autobatterie. Ne? Habe ich schon gemacht. Kannst du nicht lange machen. Also der dreht immer höher. Der würde nicht aufhören mit drehen normalerweise. Ne? Der wird halt warm. Und verbrauchtechnisch? So. Naja, das ist viel. Das ist ja Kurzschluss fast. Ne? Ja, man muss es halt anders. Man muss es dann anders konzipieren. Muss erstmal jemand andrehen. Erst in eine Richtung vorgeben. Egal wie. Mach jetzt mal, ohne andrehen, dann kann man es ja zeigen, dass es dann nicht dreht. Wie? Ach so. Mach jetzt mal einfach dran. Ach so. Das ist nicht von selber ein. Der geht nicht. Der braucht eine Richtung vorgegeben. Egal welche. In Vormund. So. Und das geht auch mit Wechselstrom. Deswegen habe ich das gleich mal vorbereitet. Dass das mal jemand sieht. Weil das nämlich. Da kann mal jemand wirklich sein Hirnl anstrengen, was hier los ist. Das muss ich wirklich sagen. Genug Hirnl. Achso, hier, bevor hier irgendjemand was sagt, ne? Ja, ganz klar. Da ist auch nichts geklebt oder etc. Ne? Nicht, dass wir da wieder. Außerdem kannst du ja jeder zu Hause nachbasteln. Ja, auch Strom reinstecken. Das ist ein 6 Volt drauf, wo ich ja, ne? 6 Volt. Schöner Ring kann. Es geht auch mit 6 Volt recht gut. Ne? Das geht auch mit, das geht sogar noch, wenn der Strom ordentlich ist, mit 3 Volt, geht das auch. Alone? Nee, aber du brauchst halt einen hohen Strom, einen sehr hohen Strom. Ne? Mehrere Alones zusammen. Ich bin auch der Meinung, dass man, wenn man die Kugeln zum Beispiel aus Kupfer machen würde, wo du dann gar keinen Innenwiderstand mehr hast, das ist so gut wie, ne? Dann schiebst du das Ding mit einem halben Ampere, mit einem halben Volt. Aber 50 oder 100 Ampere, das ist gar nicht so sehr viel Leistung. Ne? Oh, ja, danke. Hat jetzt hier irgendwas gefunkt? Nee. Ach ja, hier. Naja, ist ja Kurzschluss getrennt. Ist ja Kurzschluss. So, wenn jemand mal wieder so nett wäre. Er ist 6 Volt Wechselspannung. So, andere Richtung. Genau. Ne? So. Und von alleine läuft nichts. Ne? Wenn ich jetzt hier noch ein bisschen Alkohol reinkippe, läuft er noch besser. Hm? Ne? Weil dann wird er leichtgängiger. Ne? Ganz einfach. Und dann ist die Reibung weniger und dann läuft er. Also alles schon sehr, sehr gut. Jetzt ist er noch ein bisschen besser, ne? Durch die Reibung.
Ich habe schon schlechtere Kugellager gehört. Ja, die neuen gehen nicht gut, weil da ist ja Fett drinnen. Müssen sie erst einlaufen. Na, nee, ich habe das Fett rausgemacht. Ha? Ne? Ich habe die gekocht. Ne? Da läuft das Fett raus. Mhm. So. Und dann habe ich Paraffin rein. Mhm. Ganz leichtgängiges. Ganz leichtgängiges. Und dann geht die wirklich gut. Ne? Mhm. So. Ja, und das hat mich nicht losgelassen. Da habe ich gewusst, aha, hier ist an der Sache was dran. Ne? Weil, und dann seitdem, das habe ich so ungefähr vor 15 Jahren gesehen. Den Effekt mal. Ne? Wenn ich das Ding auf eine Schiene lege und auf die zwei Schienen, geht es auch. Dasselbe Prinzip dann. Ja, dann dreht sich aber das. Ja. Das Prinzip ist selber schon in dem Prinzip. Ich will es mal so sagen. Wenn du jetzt. Du nimmst jetzt zwei Schienen, legst sie auf den Tisch und tust eine Achse. Können wir mal, so nicht mal ein Modelleisen machen, drauf, ne? Und dann richtig, aber du brauchst einen starken Strom. Von mir aus nur 2 Volt oder so, aber einen sehr starken Strom. Ne? So. Und tust Dings drauf. Dann fängt die Achse an, sich zu bewegen. In die Richtung, wo du sie anschiebst. Das ist dasselbe Prinzip. Bloß eben hier ist es rund, weil die Kugeln bilden jetzt diese Achse. Ne? Jede Kugel, also können wir es ganz einfach mal bilden mit einem Schweißinverter, 2 Eisenstangen. Ein Schweißinverter hat aber wieder so eine hohe Spannung, ja, dass beim Funken wieder eine Verbindung entsteht. Das willst du aber auch nicht. Deswegen okay. Lieber eine sehr, sehr kleine Spannung, damit das... Da ist dann ja bei 48 Volt. Gibt es das schon? Nein, eine kleine Spannung musst du nehmen. Ach so, also, du musst 6 Volt dann. Ne? Ja, 6 Volt. Gut, okay. 3 Volt. Wenn du nur eine Achse hast und eine gute Verbindung, dann reichen 3 Volt oder sowas. Es geht hier um den Strom, nicht um die Spannung. Mhm. Ne? So wie bei der N-Maschine so zum Beispiel. Ne? Ja, dass die, ansonsten müssen die getrennt sein. Ich habe ein Stück Holz da reingetan, dass die der Achse halten. Mhm. Ne? Und dann haben wir 2 Kugellager nur außen übers Kupfer miteinander verbunden. Ja. Und innen über genau die Welle. Ne?